Hallo, herzlich willkommen. Dies ist ein OER-Info-Web-Talk. Wir möchten etwas erfahren über eines der spannendsten Projekte, die da draußen sind, die zu OER arbeiten. Und das ist ein Projekt, das jetzt nicht in erster Linie guckt auf das Handwerk von OER, sondern die ganz viel machen wollen und auch schon gemacht haben. Und darüber wollen wir was erfahren. Kurz zu diesem Kontext, für die Menschen, die das schauen, in der Aufzeichnung gibt es wenig interaktive Elemente, außer Pause und Vorwärts. Aber wenn man live dabei ist, dann kann man Fragen stellen, Kommentare einbringen, eigene Erfahrungen schildern etc. Dafür gibt es einen Text-Chat und da kann man reinschreiben. Falsch rum, da. Kann man reinschreiben, wenn Fragen sind, wenn Kommentare sind etc. Wir werden gleich erstmal ein bisschen was hören und sehen sogar aus dem Projekt. Fragen sammle ich gerne schon aus dem Chat und lese sie dann nachher nochmal vor. Nicht, weil ich nicht glaube, dass unsere Gäste heute nicht das lesen können, sondern weil in der Aufzeichnung die Fragen nicht zu lesen sind. Daher lese ich die alle vor. Wir freuen uns über jeden, der heute dabei ist und über zwei, nochmal im Besonderen, weil sie vor der Kamera sitzen. Das sind Christine Kolbe und Markus Neuschäfer. Die beiden sind bei den EduLabs in führender Position tätig. Markus ist Projektleiter, Christine ist Koordinatorin didaktische Begleitung. Und die machen verschiedenste Sachen, Edu-Sprints zum Beispiel. Aber fangen wir vielleicht nochmal ganz basic an. Kontext. Also was ist sozusagen die 2-Minuten-Version, wenn ihr dem Taxifahrer erklärt, wohin ihr gerade fahrt zu den EduLabs? Was ist das denn eigentlich? Ja, wir bringen Leute zusammen, die sich für offene Bildung einsetzen und neue Materialien und Ideen und Tools für richtig guten Unterricht bauen möchten. Besonderen Schwerpunkt auf partizipative Methoden, handlungsorientierten Unterricht und all die guten Sachen, die man immer schon vorhatte, aber jetzt auch dank ja, neuen Möglichkeiten auch wirklich mal umsetzen kann. Das ist die 1-Minute-Version für die schnelle Taxifahrt. Ja, vielleicht noch ergänzend. Wir versuchen eben gute Beispielprojekte auch in die Breite zu bringen und dafür auch die Tools zu schaffen, also vielleicht so ein bisschen als Katalysator zu wirken, dass Leute ihre guten Ideen auch als OER ins Netz stellen. Vielleicht so ganz einfach. Gehen wir es mal anhand der W-Fragen durch. Also, wer sind die Leute, von denen ihr sagt, dass ihr sie zusammenbringt? Zum Beispiel. Das sind zum Beispiel Lehrer, Lehrerinnen, Medienpädagoginnen, Entwickler. Designer hoffentlich nach Möglichkeit auch. Genau. Journalisten vielleicht auch, also Menschen, die Geschichten erzählen können, mit Sprache umgehen können. Also Expertise aus verschiedenen Bereichen. Das ist ein der Anreger für das Projekt, war so ein bisschen die Beobachtung, dass gerade OER auch sehr hinter Schulbüchern zurückliegen, weil Schulbuchredaktionen auch sehr diverse Teams haben. Auf der anderen Seite gibt es komplexere Projekte, die jetzt schon laufen und wo sich Leute mit viel Engagement und Interesse nochmal zusammensetzen. Und häufig fehlt es einfach nur nochmal an der Vernetzung, an der Verknüpfung mit mehr Unterstützung, um da nochmal mehr draus zu machen. Und was heißt es, wenn die zusammenkommen? Also, wenn ich es richtig verstehe, setzt ihr die an einen Tisch und nicht sagt, ihr sagt nicht, weiß nicht, die Lehrer gehen nach da drüben, die Techniker bleiben hier sitzen und die, weiß ich nicht, Innovatoren müssen in den dritten Raum, sondern ihr setzt die an einen Tisch, tatsächlich, oder ein virtueller Tisch? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist ein bisschen dieses Hackathon-Prinzip natürlich, nachdem Leute mit verschiedenen Expertisen zusammenkommen. Zum einen machen wir die Projekte natürlich online sichtbar, aber bei den Treffen auch selber ja, helfen wir mit, dass sich auch einfach Teams bilden. Das ist dann aber, weil es selbstorganisierte Projekte ist, ist immer sehr in der Verantwortung von denen, die dieses Projekt auch machen, mit wem sie jetzt einfach weiter zusammenarbeiten möchten. Und wir sind dann eher so der Scheinwerfer und der Ort, an dem diese Projekte auch einen Ort bekommen. Genau, also ganz wichtig, wir setzen sozusagen niemanden bewusst an einen Tisch. Also was wir halt schwerpunktmäßig machen, die Community zu mobilisieren oder die Menschen, die da draußen sind und sich für innovative, gute Bildung in einer digitalen Welt, so vielleicht zeitgemäße Bildung, interessieren und einsetzen, dass wir ihnen einfach einen Ort auch geben und schaffen und Möglichkeiten, sich zu vernetzen und ihre guten Ideen voranzubringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also es muss, wie Markus gesagt hat, aus der Community auch selber kommen und wer dahin kommt und wie oft. Und wir setzen Impulse, das ist klar, versuchen aber genau, also jetzt nicht von oben herab zu steuern, sondern selber auch ein offenes Format zu sein.
Ja, und die Ansprache hat natürlich verschiedene Ebenen. Also zum einen gibt es das, was online stattfindet, dass man Projekte sichtbar macht, dass wir Interviews führen, dass wir nochmal Projekte auch auf der Website so einen Raum geben. Dann natürlich konkrete Treffen, diese Edu-Labs-Treffen, die schon in Berlin regelmäßiger und langsam auch in anderen Städten anfangen. Und dann schließlich auch dieses Format, wo wir nachher nochmal drüber sprechen, was jetzt ein bisschen neu dazu gekommen ist, Edu-Sprints, bei denen dann auch nochmal konkrete Unterrichtsideen festgehalten werden und mit der Redaktionsarbeit nochmal ausgewählt werden. Ja, und sonst passiert natürlich nochmal viel, einfach dadurch, dass die EduLabs-Teilnehmerinnen auch da in einem gemeinsamen Slack drin sind, wo sich auch nochmal Leute aus anderen OKF-Projekten sich auch drin bewegen, und da hat man nochmal ein anderes Mittel, nochmal Slack, Mailingliste, Twitter auch ein bisschen, nochmal andere Leute kennenzulernen. Was ist Slack und was passiert da? Was heißt OKF? Ja, die Open Knowledge Foundation nutzt Slack seit einiges. Sagen wir, ist ein bisschen wie Skype, also ein Tool, wo man sozusagen direkt drauf chatten kann, auch Dateien teilen kann. Und anders als bei Skype, wo sozusagen jeder eine überall zugängliche Adresse hat, kommt man in dieses Slack halt per Einladung rein. Was dort passiert, es gibt dann regionale Gruppen, wo ja, sich Leute aus den Projekten direkt austauschen können. Die machen das halt auch per Mail, aber gerade bei solchen Edu-Sprint-Events ist es halt schön, wenn man einfach direkt Texte zum Beispiel schnell teilen kann oder die Leute auch so ein bisschen in Kontakt bleiben. Also es gibt dann einfach verschiedene Gruppen. EduLabs Berlin zum Beispiel ist gerade etwas aktiver. Wenn jetzt jemand etwas Interessantes hat zu offener Bildung, postet er das da rein. Und das ist nochmal etwas, sagen wir, ja, nochmal eine andere Art der Vernetzung, die wir natürlich auch den Teilnehmern zur Verfügung stellen. Ein Social-Media-Kanal eigentlich, ne? Auf Ja, eine Weise dann genau. auch, nur sehr themenzentriert, sehr Community-zentriert. Also ein bisschen der Tisch, an den man sich zusammensetzen kann. Ja. Genau. Also es gibt natürlich diese offenen Treffen, da lernt man sich dann kennen und findet vielleicht auch irgendwie ein paar Mitstreiterinnen. Und ja, wir versuchen einfach mitzuhelfen, dass sich die Projekte auch sozusagen abseits von diesen regelmäßigen selbstorganisierten Lab-Treffen auch weiterarbeiten können. Und ja, manche machen das dann lieber per E-Mail, andere nutzen dann halt eher Slack. Und ja, theoretisch gäbe es noch eine Mailingliste, aber bisher funktioniert Slack einfach besser als die Mailingliste. Weitaus besser. Einmal noch die langweilige, aber nicht unwichtige Frage: Wer steht hinter dem Projekt? Also initiiert wurde es von der Open Knowledge Foundation, und ja, wir machen das zusammen mit Mediale Pfade, die vor allen Dingen ja, mit der didaktischen Expertise ganz viel helfen. Genau, also Mediale Pfade ist ein Verein für Medienbildung mit einer langjährigen Expertise, und ich würde auch sagen, sowas wie ein Frontrunner, so bundesweit auch eine Organisation, die auch zusammen mit der Open Knowledge Foundation so gute Projekte angeschoben hat in der Vergangenheit, wie Jugendhakt, das mögen viele kennen. Das ist ja auch ein sehr engagementgetriebenes Projekt, um junge Menschen mit Code in Berührung zu bringen und ja, so Hacking-Projekte, Maker-Projekte aus dem eigenen Interesse heraus zu verstehen. Ja, und Open Knowledge Foundation hat das, ist halt auch eine, sagen wir, eine Not-for-Profit-Organisation, eine Initiative, die sich halt seit Jahren schon für offenes Wissen einsetzt, mit dem Schwerpunkt ja Open Data, Open Science und auch Open Education. Es gibt auch ein Bündnis Freie Bildung, wo wir auch alle drin sind sozusagen. Und naja, ein bisschen ist das aus dem Nachdenken halt dann entstanden, wo ist gerade OER und was können wir aber auch noch tun, um auch gerade Bürgerbeteiligung, Partizipation voranzubringen in der Gesellschaft. Damit hat man natürlich mit diesen digital gestützten Tools nochmal ganz andere Möglichkeiten, diese Themen auch sichtbar zu machen. Und ja, bei OER gibt es dann auch einen besonderen Bedarf, gerade bei diesen sehr aktuellen Themen. Ja, kann ich vielleicht nochmal ergänzen. Mediale Pfade ist natürlich ein außerschulischer Bildner, aber wir haben uns auch verpflichtend sozusagen OER auf die Fahnen geschrieben, beziehungsweise von unserem Selbstverständnis her finden die Konzepte, die hier entstehen und guten Bildungsmaterialien auch ihren Weg in die Öffentlichkeit, sind unter einer offenen Lizenz verfügbar, können nachgenutzt werden. Genau, das ist halt so das verbindende Element, ne? Dass man auch sagt, wir stehen mit unserer Arbeit, unseren Ideen auch für freies Wissen. Nur dann wird Bildung auch besser, wenn wir sie auch frei entlassen.
Es klang eben schon mal an, als ihr über Berlin sprach, dass ihr durchaus jetzt nicht nur virtuell Community zusammenbringt, sondern auch an geografischen Orten. Wie findet sich das im Projekt wieder? Was gibt es neben Berlin? Ja, also die anderen beiden Labs, Karlsruhe und Köln, sind so ein bisschen in der, ja, im Entstehen. Das heißt, da sind wir gerade noch in der Planungsphase sozusagen. Das mit dem Gründungsphase. Gründungsphase, stimmt. Nicht mehr Planung, sondern Gründungsphase. Das heißt, wir haben da einige Events gemacht, wo wir sozusagen Interessenten zusammengebracht haben, um zu schauen, wer hat sozusagen Lust. Das ist aber auch immer, damit das nachhaltig ist, aber auch wichtig, oder war es auch wichtig, dass es auch aus der, dass die Community sich aber auch ein bisschen selbst organisiert, also zum Beispiel sich selber einen Raum besorgt oder so. Und im Moment gibt es einige Projekte, die schon in den Orten angesiedelt sind, aber ja, auch sozusagen, es sind jetzt eher noch Treffen, die dann vielleicht ja praktisch monatlich oder so gerade stattfinden, und es gibt ein örtliches Netzwerk. Und ja, wir hoffen, dass es dann auch demnächst nochmal selbstorganisierte Treffen gibt. Nur das ist sozusagen ja in Köln, Karlsruhe noch so im Anfang und kann dann auch nochmal von den Erfahrungen profitieren, die wir jetzt einfach in Berlin schon gesammelt haben. Also die Lab-Leads sind dann auch, oder die potenziellen Lab-Leads sind dann miteinander in Kontakt. Vielleicht nochmal kurz zum Begriff Lab, also der Struktur. Die EduLabs sind dann halt ähnlich wie jetzt die Code4Labs von Code4Germany, einem anderen Projekt, was Open Knowledge Foundation macht, auch einfach sehr als selbstständige Einheiten unterwegs. Und es gibt dann einfach zwei, drei Lab-Leads, die dann vor Ort sozusagen auch das Hausrecht haben und die Veranstaltung moderieren und natürlich dann auch einfach im Austausch sind und uns einfach auch Bescheid sagen, was die Labs gerade brauchen. Aber das Ziel ist schon, also diese EduLabs sind dann auch als selbstständige Einheiten unterwegs, werden durch einen gemeinsamen Code of Conduct und natürlich Veranstaltungen und Ziele zusammengehalten, aber agieren da schon selbstständig vor Ort. Also wenn in der idealsten aller Fälle würden die nächstes Jahr alle einen Verein gründen, sozusagen. Das ist, ja. Was ist jetzt, wenn ich irgendwo sitze wie Hamburg oder Saarbrücken oder sowas? Ist das für mich anschlussfähig? Ich denke, derzeit, wir experimentieren noch mit einem anderen Format, solche Public Calls, und man kann natürlich auch in dem Sinne die nochmal Projekte einstellen über diesen Projekte-Tracker. Also wir haben halt eine Website, wer jetzt irgendwie ein Projekt hat, was diese Fälle, also was diese Ziele teilt, also auch offene Bildung, partizipative Formate, kann das natürlich auch nutzen, um da noch einmal Mitstreiter zu sammeln. Wir sind jetzt gerade allerdings jetzt nochmal mehr, konzentrieren wir uns mehr auf diese drei Regionen, um auch einfach dann diese Erfahrungen zu sammeln. Also die Gründung von weiteren Labs ist jetzt angedacht, und im Moment kann man auch schon andocken mit sehr konkreten Projekten, um jetzt Events zu machen. Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal ein halbes Jahr vorspulen sozusagen. Aber mit Projekten kann man bereits andocken und in Form von allem, was online stattfindet, sich auch gern beteiligen. Wir haben ganz viel jetzt, glaube ich, über die Rahmenbedingungen des Tisches gesprochen. Jetzt ist aber die wichtige Frage, was liegt auf dem Tisch? Und ich glaube, ihr könnt auch was zeigen, richtig? Ja, in der Tat. Wir haben halt einfach jetzt gerade einen ersten Edu-Sprint gemacht, und es kam so ein bisschen aus der Überlegung raus. Es gibt einmal diese selbstorganisierten Lab-Projekte, die natürlich auch alle mit eigenem Tempo unterwegs sind und auf verschiedenen Zielen. Aber es gibt ja nochmal einen gewissen Bedarf nach so einem sehr konkreten Unterrichtsideen. Also in dieser Diskussion um digitale Bildung, digital gestützte Bildung, kamen dann auch diese KMK-Kompetenzen raus. Da ist halt ein gemeinsamer Rahmen festgelegt worden. Und ja, wir haben uns dann zusammengesetzt und überlegt, wie, was können wir denn konkret an Unterrichtsempfehlungen sammeln? Wie können wir sozusagen das wirklich weiterbringen, besonders ausgewählte Materialien und Konzepte, die mit OER funktionieren? Wie können wir sozusagen besser zu diesen Kompetenzen zuordnen? Das ist dabei, gab es einen ersten Edu-Sprint. Kannst du von dem kurz berichten? Ja, vielleicht, genau, Edu-Sprint und oder diese Idee einer OER-Sammlung, das sollte natürlich jetzt nicht die, es gibt schon unzählige, viele gute Repositorien, also das war nicht der Hintergrund, sondern dass wir halt wirklich geguckt haben, wie wird das anschlussfähig, vielleicht ist da Usability auch nochmal so ein Stichwort, also ein bisschen aus dem technischen Bereich, aber ganz konkret, also wenn ich jetzt Lehrerin bin, Lehrer, wir wollen digitale Bildung in die Breite denken, das heißt halt in erster Linie auch formale Bildung, Schule,
aber natürlich auch in der außerschulischen Jugendarbeit, Kinder- und Jugendarbeit. Wie kann das gut funktionieren oder was kann da helfen? Und eben, und wir also denken halt, dass dieses KMK-Strategiepapier auch sehr klug gemacht ist oder die Idee, Digitalkompetenzen quer zu den Fächern zu denken. Also zu sagen, ich bin jetzt vielleicht Religionslehrerin, wo gibt es denn da für mich ganz persönlich eine Möglichkeit, da einen Anschluss zu finden, dass ich auch meine Schüler gleichzeitig fit mache in der digitalen Welt oder digitale Kompetenzen fördere. Genau, und da haben wir uns überlegt, dass draußen im Netz, da sind schon sehr, sehr, sehr viele gute Materialien und auch vieles als OER veröffentlicht, also nachnutzbar, unterschiedlich gut. Und da gehört natürlich viel zu, in erster Linie natürlich die Lizenz. Und da haben wir uns gedacht, wer kann diese Sachen finden und kennen sozusagen, und haben über unsere Netzwerke aus unseren Organisationen und den OER-Netzwerken natürlich auch wirklich Leute kuratiert, angefragt, ausgewählt, öffentlich ausgeschrieben. Ja, da haben uns 12 fitte Leute da nach Berlin geladen für 2 Tage und haben uns überlegt, ja, wir schaffen einen guten Rahmen, guten Tisch auch, wo wir mal intensiv in so einer Coworking-Atmosphäre natürlich auch, ein Sprint, also ganz verdichtet, sich mal hinzusetzen, diese Materialien, diese Links zu sammeln, aber gleichzeitig eine Oberfläche zu schaffen, eine Beschreibung, ein Deckblatt, kann man vielleicht auch sagen, für diese Materialien, dass wirklich, ich sag mal, auch der interessierte Laie vielleicht sogar, also Lehrer, die sich auf den Weg machen oder Pädagoginnen und Pädagogen, sagen, okay, was kann ich denn zu welchem Fächergruppe, zu welchem Fach, zu welchem Mediensetting, vielleicht bin ich ein Smartphone affin und Social Media oder ich mache gerne Making-Sachen. Wie finde ich da die Sachen in diesen Untiefen des Netzes? Das also, war die Grundüberlegung. Und vom Prinzip her, der Unterschied, es gibt ja schon sehr viele Repositorien und sagen wir Seiten, die natürlich, also die Edutech sind toll und es gibt dann ganz viele OER-Repositorien, die funktionieren aber noch eher nach dem Prinzip, hier ist alles da für alle. Und da es jetzt einfach immer mehr OER-Materialien gibt, ist ja die Überlegung, wir machen jetzt wirklich eine sehr eng definierte Auswahl, dass wir sagen, was sind wirklich Ideen, Konzepte, Materialien, die EduLabs-Community gut findet, nach bestimmten Gründen, was fällt uns da ein, das haben wir sozusagen wirklich erarbeitet und das ist dann auch eine Auswahl, die verspricht gut hier, findet ihr Sachen, die ihr auch direkt nachnutzen könnt. Also es ist keine Toolsammlung, also nicht irgendwie, hier habt ihr WordPress und damit könnt ihr irgendwas mit Schülern machen, sondern es soll wirklich möglichst schlüsselfertige Unterrichtskonzepte sein. Also die Kriterien können wir gleich nochmal vorstellen. Wir sind gerade in einer Phase, die Designer gehen gerade die letzte Runde durch. Das heißt, ab Mitte nächster Woche sollte die fertige Version live sein. Wir haben aber gerade schon eine Beta-Version laufen, einfach wo das Design noch ein bisschen vorläufig ist. Also da, das ist so in einem Tag ungefähr entstanden. Zeigt mal. Ja, genau. Ich habe es jetzt mal in den Chat reingetan. Unter edulabs.de/oer gibt es eine Sammlung. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier die Bildschirmfreigabe hinbekomme. Ich sehe jetzt hier ein Bild. Moment. Beenden. So. Jetzt zeige es mal. Ah, es sieht aus, als wäre es auf dem richtigen Weg. Ja, jetzt sehen wir deinen Bildschirm. Falls du aber sprichst, nein, wir hören euch nicht mehr. Aber ihr habt ja gesagt, dass ihr sehr community-orientiert seid. Insofern können wir alle schon mal auf diesen Link klicken und uns selbst ein bisschen in der Beta-Version umschauen. Man sieht auch den Mauszeiger. Also ich glaube, dass vielleicht auch Christine und Markus uns nicht mehr hören. Das ist quasi eine Pantomime-Bildschirmpräsentation.
Da die jetzt ja auch ihren Bildschirm sehen und nicht hier uns, hilft es wahrscheinlich auch nicht, wenn ich einen Zettel in die Kamera halte. Ich frage mal unsere Produzentin Blanche, ob sie einfach eine Handynummer vor denen hat. Blanche, haben wir eine Handynummer? Blanche schreibt ja. Jetzt hat Hanna gerade in den Chat geschrieben, wir hören euch nicht mehr. Geht es auch an mich? Okay. Es ist leider auch die Bildschirmpräsentation weg, sonst hätten wir noch Karaoke-Bildschirmpräsentation machen können. Wir sehen, was die zeigen und ich erzähle was dazu. Nein. Wir gucken mal, ob wir sie irgendwie innerhalb von 1, 2 Minuten wieder dazu kriegen. Und in der Zeit können wir uns ja schon mal selbst ein bisschen auf edulabs.de/oer umschauen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie jetzt schon in den Chat rein und dann können Christine und Markus, wenn sie zurückkommen, gleich die Fragen beantworten. Wir können natürlich doch ein bisschen Karaoke machen und ich zeige mal die Website. Ich kenne sie allerdings jetzt natürlich nur als Gast. Aber wenn ich es richtig sehe, ist es ganz schön schick hier links mit diesen Filtern. Man kann also links bei Kompetenzen und unten beim Medieneinsatz mehrere Sachen auswählen und dann sieht man Projekte, die dazu passen. Oder man kann oben nach Fächergruppen sortieren mit den grünen, türkisen, welche Farbe ist das wohl? Grün-türkisfarbenen Fachbereich. Aber ich weiß zum Beispiel noch nicht, So, was jetzt kann das bedeutet. kann man uns jetzt wieder Ah, hören mittlerweile. wir hören euch Gut. schon mal. Hören Und also sehen. anscheinend geht es prima. Anscheinend geht, sorry für die Unterbrechung. Also ich glaube, wir können schlicht mit dieser Bildschirmfreigabe nicht arbeiten. Da hat sich gerade Adobe das Webtool nochmal aufgehängt. Aber vielleicht ist es besser, wenn ihr euch das sozusagen selber anschaut. Kurz gesagt, das ist ja einfach sozusagen dieser Entwurfsphase. So, jetzt sind wir wieder live hier. Das ist dieser Entwurf noch, aber wenn man auf die einzelnen Karten drauf schaut, jetzt klappt es wieder. Genau, wenn man auf diese einzelnen Karten drauf schaut, kann man bisher alles noch auf Mittelachse gesetzt und ungefähr die Struktur davon sehen. Es gibt immer eine Kurzbeschreibung, dann hat auch eine, ja, so eine persönliche Empfehlung dabei. Und was war das Dritte? Gab noch eine dritten Faktor. Genau, und etwas viele Infos zur Einordnung noch. So, Genau. Vorbereitungszeit, hattest du das Ja, so nochmal? Schul. Vorbereitungszeit, Hardware, Voraussetzungen. Also das Ziel ist, dass man nachher wirklich sagen kann, ich mache Religionsunterricht und in meiner Klasse gibt es kein Internet und ich möchte was machen, was mehr mit ja, dem Thema Schützen und Sichern zusammenhängt. Zeigt mir alles, was damit zusammenhängt. Unter dem Versprechen, wenn ihr euch das anschaut, müsst ihr euch viele andere Sachen nicht anschauen. Und die Frage jetzt, technisch gesehen, diese Beschreibung ist OER, aber die Projekte dahinter müssen nicht zwingend OER sein. Doch. Oh, doch. Oh doch, das hat viel Freude gegeben beim Edusprint. Das heißt, wir haben zwei Sorten von Karten. Auf den weißen Karten, nachher in einer anderen Farbe, auf den, sagen wir, hervorgehobenen Karten werden Materialien vorgestellt, die sind CC0, CC BY, CC BY Share Alike und nichts sonst. Also alles nach der Open Definition soll dahinter stecken. Das ist die Voraussetzung, da überhaupt reinzukommen. Alles andere kommt in Überblicksartikel rein. Das wäre jetzt nicht, also es gibt viele gute Ideen, aber dann ist bei den Edusprints immer die Ansage, wir haben daraus einen Blogartikel gemacht. Also zum Beispiel zu manchen Dingen H5P oder Arbeit mit Videos. Das sind Sachen, die erscheinen dann halt im EduLabs Blog. Aber sind in diese Sammlung mit eingebunden, nur halt eben nochmal anders kenntlich gemacht als Blogartikel. Nur das auch wirklich von der Gewichtung anders, dass wir sagen, wer sich die Mühe macht, um wirklich seine Unterrichtsideenkonzept als OER freizugeben,
Das wird dann nochmal besonders gefeatured. Alles andere ist dann vielleicht ein Absatz in einem Blogartikel drin. Naja, und auch Was damit bedeutet? natürlich die Lehrenden auf der sicheren Seite sind, ne? Also wenn wir an Privatschulen denken und außerschulische, freie Medienpädagogen, also alles, was non-commercial ist, kann halt einfach nicht frei genutzt werden, ne? In diesen Bereichen, weil das Grauzonen sind, das sind kommerzielle Kontexte, in denen das Material dann benutzt wird. Also das soll halt auch ja, ein Service auch sein, aber wir wollen auch ein Zeichen setzen, ne, dass die Sachen einfach auch gut nachnutzbar sind und da auch was Neues daraus entstehen kann. Was bedeutet die gelbe Farbe, wenn eine Karte gelb ist? Das sind dann Blogartikel. Also es wird halt nachher im fertigen Design direkt auf einen Blogartikel verweisen. Das ist sozusagen eigentlich ein Link, der sozusagen zur Einordnung dient. Im Moment öffnet sich dann noch ein eigenes Fenster für die Karte, aber das kommt dann auf die, sozusagen führt dann im Grunde auf einen Blogartikel, der ein bisschen länger ist. Ich kann ja noch mal zeigen, wie es sozusagen dann in der fertigen Version aussieht, um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Ich mache noch einmal einen Versuch mit der Bildschirmfreigabe. Wenn es das jetzt wieder raushaut, dann müssen wir schauen. Also wir wetten jetzt noch mal sozusagen große. Ah, ihr bewegt euch noch und wir hören euch noch. Gut, dann gucken wir mal, dass es das funktioniert. Aber wir haben auch euren Bildschirm noch nicht. Also doch, jetzt ist alles da. Jetzt ihr, der Ton und der Bildschirm. Hervorragend. Gut, dann schauen wir, dass es weiter funktioniert. Also hier in den Icons wird sich noch ein bisschen was ändern, aber es gibt nachher sozusagen, stehen halt diese digitalen Kompetenzen oben. Und dann gibt es dann natürlich, kann man nach Zielgruppe, Fächergruppen auswählen und alles hier unten ist sozusagen die erweiterte Suche, dass man nach dem Medieneinsatz sagen kann, die Dauer und dass man auch immer einige Tags hat, also nicht sozusagen die Tags sind weniger beschreibend, sondern werden immer nur dann gesetzt, wenn man ohne diese Einschränkungen im Grunde nicht arbeiten kann. Also manche Sachen klappen nur auf iOS oder man braucht wirklich zwingend ein Arduino dafür, dann gibt es ein Tag. Und der Schnuller kommt noch weg. Zeig mal den Schnuller. Der Schnuller hier, der kommt noch weg. Eben so, also die Icons für die Zielgruppe ändern sich noch was. Da hatten wir interessante Gespräche mit dem Designer, ja, die das auch sehr schön gemacht haben. Also von den, es zielt halt nachher, dass man im Grunde auch eine sehr intuitive Suche im Grunde hat, die auch ein bisschen Spaß macht zum Erkunden, dass man direkt sagen kann, so, was zeigt mir mal, was ihr Schönes da habt und auch eine sehr beschränkte Sammlung. Also da kommen dann jetzt nicht irgendwie 200 Karten, sondern das ist durch diese Einschränkungen soll man einfach sehr schnell finden, was nachher da ist. Ich gehe mal aus dieser Bildschirmfreigabe mal wieder raus, weil das andere, also das eigentliche andere Feature ist natürlich die Auswahl von diesem, von diesen Materialien. Oder gibt es dazu zu Usability schon Fragen? Ich hätte im Moment keine Fragen, aber das soll niemanden bremsen, da noch Fragen einzugeben. Tatsächlich wäre ja auch meine Frage gewesen jetzt als nächstes. Ihr habt ja das große Ziel, dass es um innovative Materialien oder innovative Lehr-Lernformen geht. Wie ist da denn das Kriterium, was da reinkommt und was als nicht innovativ genug nicht reinkommt? Na, das sind einmal Materialien, die eben sehr gut anschlussfähig sind für das Querschnittthema digitale Bildung, also nicht nur isolierte Medienbildung. Das wollen wir natürlich da, wenn es da gute Projekte gibt zu Fake News oder Sachen, die man vielleicht Datenschutz so ganz isoliert gut transportieren kann, wollen wir die auch drin haben. Könnt aber ihr das, die sehen, die Kriterien? Ich werde die gerade mal. Könnt ihr die sehen? Yes. Gut. Ja, genau, das ist genau, die digitalen Kompetenzen. Anschlussfähigkeit, also ein Beispiel wäre halt, ich mache ein Twitter-Projekt und kann mir aber da auch über Datenschutz und Passwörter Gedanken machen zum Beispiel oder über Urheberrechte, welche Bilder veröffentliche ich auf Twitter. Das kann ich mit meiner Lerngruppe da gut unterbringen. Das waren, ist natürlich eine Form von Innovation oder sind Bildungsprojekte, die wir dringend brauchen in der Schule oder in der künftigen Generation auch, zu einem mündigen digitalen Bürger zu werden. Und das andere sind natürlich auch pädagogische Standards, dass wir uns da an Kriterien orientieren. Das haben wir jetzt hier partizipativ genannt, also dass wir auch natürlich wegkommen von einem sehr lehrerzentrierten Lernsettings, dass wir sagen, zeitgemäße Bildung
Das sind Bildungsvorhaben, die auch von der Didaktik so aufgestellt sind, dass der Lernende da sehr viel Freiraum bekommt für kreatives Handeln, für Kollaboration, für kommunikative Kompetenzen. Also alles Kompetenzen, die wir auch dringend, dringend brauchen. Also Also ein wichtiger Faktor ist auch, wie gut aufbereitet ist das. Also wir hatten halt bei Eduswins auch ein paar Mal beim ersten Ideensammel den Fall, dass natürlich gerne irgendwelche Tools empfohlen wurden. Also mit H5P kann man tolle Sachen machen oder mit WordPress ließ sich doch auch was machen. Die Karten wurden dann über diesen Faktor nochmal aussortiert, weil der Aufwand für Lehrende natürlich auch möglichst gering sein soll. Also die Unterrichtsidee sollte möglichst auch konkret sein und man soll nicht lange überlegen müssen, was man jetzt mit Schülern genau und schon damit machen Experte kann. sein, ne? Ja. Also das ist natürlich auch eine Form von Offenheit oder einen niedrigen Zugang für den Lehrenden, der sich gerade auf den Weg macht, auch digitale Kompetenzen zu berücksichtigen, ist das total wichtig, dass es auch ja, Step-by-Step-Anleitungen gibt oder ja, Anschlussstellen auch gibt. Ja, also wie aktuell ist das? Natürlich auch ein Faktor. Also handelt es sich da um richtig tolles Material zu Windows 95 oder ist es ja, ein bisschen aktueller? Wir haben dann auch nach dem Vorbild anderer OER-Wettbewerbe noch einen X-Faktor eingebaut, um sozusagen nochmal die Möglichkeit zu geben, zu sagen, so, das ist aber so herausragend, das möchte ich nochmal extra kennzeichnen. Das ist ja eher die Grundlage für dann die Gespräche in der Redaktions-AG. Also bei dem Edusprint hat sich auch eine Redaktions-AG gebildet mit ja, nochmal ungefähr 2 Leuten pro Bereich. Und wir gehen das gerade durch, das wird wahrscheinlich noch eine Woche dauern, nach diesen 4 Faktoren und das nennt sich systemisches Kondensieren. Jeder hat sozusagen eine Spalte und wir gehen jede Karte nach diesen 3, 4, 5 Kriterien durch und geben dem halt Punkte von 1 bis 10. Was dann halt herauskommt, ist sozusagen, hier hat man schon einige Fälle, wo es irgendwie mehrere Karten gibt. Ist sozusagen eine, ja, sozusagen spiegelt ungefähr den Stand der Diskussion nach. Einige Karten sind noch gar nicht drin, die sind sozusagen aufgrund dieser fehlenden oder falschen Lizenzen sozusagen rausgeflogen. Und im Moment alles, was ja im Durchschnitt einen Faktor unter 5 hat, das wurde dann auch erstmal in einen Entwurfsbereich entfernt. Das heißt, es gibt noch ein paar Karten mehr als die, die jetzt in dieser Sammlung aufgeführt sind. Die sind halt in einem eigenen Bereich drin und werden einfach dann nochmal in Rücksprache mit den Autoren nochmal verbessert sozusagen. Genau, und diese Redaktionscalls finden dann auch regelmäßig statt. Und ja, Ziel ist dann, dass wir einfach bei den damit auch einfach ein Instrument haben, um den Gesprächsstand in der Community auch einfach zu spiegeln und voranzubringen. eine Frage dazu haben wir aus dem Chat, und zwar ist die Frage, wie würde ich einsteigen in das Projekt? Genau, also das wäre erstmal in der ersten Phase läuft das sozusagen über konkrete, sozusagen ist es sehr über konkrete Events, also bei regionalen Edu-Sprints, die wir halt in verschiedenen Gegenden machen. Der nächste ist zum Beispiel jetzt in Köln, haben wir im Blog Mitte Am November, 18. am November, 18. ist ein Danke, ja. Samstag. Genau, es gibt es halt auch eine eintägige Veranstaltung und da kann man mitmachen. Die andere Möglichkeit ist natürlich auch immer, uns noch einmal eine Mail zu schreiben, sozusagen für diesen Link. Aber eigentlich ist diese Sammlung schon mehr für Lab-Treffen und wirklich auch betreute Veranstaltungen. Und betreut in dem Sinne von, dass man auch wirklich dann ja, diese Karten im Gespräch und in den kleinen Teams halt auch erstellen kann. Wie gesagt, es soll vom Gedanken ja auch wirklich so den Gesprächsstand von der EduLabs-Community widerspiegeln und ja, man kann ein bisschen aus der Ferne andocken, aber Zentrum ist gerade in der ersten Phase vor allen Dingen EduLab-Events, EduLab-Treffen und diese EduSprints, wo man einen Tag lang nichts anderes macht. Weil der Austausch eben auch sehr, sehr wichtig ist und auch wichtig ist, dass ja auch alle auf dem gleichen Kriterien, ja, Level, sage ich mal, oder Verständnis, weiß ich nicht, Erfahrungslevel mitschwingen. Also umso besser wird die Sammlung einfach, ne? Wenn man da sich austauscht und jeder Edu-Sprint, jede Community-Treffen dann ja auch eine kleine Redaktion ist, weil wir wollen ja wirklich gute Empfehlungen da zusammensammeln. Von daher ist das gar nicht so isoliert jetzt gedacht.
dass man das von zu Hause, das ist auch technisch nicht so möglich, ne? Naja, also man kann, kurz gesagt, es gibt halt eine Seite, wo man neue Karten hinzufügen kann. Das ist kein großes Geheimnis. Wenn ich jetzt einfach ein Add dahinter schreibe, sozusagen, gibt es ein Eingabeformular. Und da werden halt diese ganzen Kriterien abgefragt. Und das ist sozusagen für einige für die Arbeit in Idos gedacht. Dann kommt halt bei uns ein GitHub-Pull-Request an und ja, den können wir uns dann anschauen. Also wenn jetzt jemand Interesse hat, so nochmal was mitzumachen, kann er uns natürlich eine Mail schreiben. Aber so von diesem Aufwand her eigentlich, wie gesagt, ist der Schwerpunkt mehr für die Community und das bei Lab-Events sozusagen konkret durchzuführen. Hängt auch einfach davon ab, dass ja, es ein bisschen mit dem, ja, sagen wir, diese viel auch nochmal dabei neue Artikel entstehen und gerade der Austausch dabei zentral ist. Wir haben halt auch die Beobachtung gemacht, dass währenddessen viel die Autorin auch direkt die ja, Urheber von bestimmtem OER-Material anschreiben und denen sagen, wir würden gerne eure Sachen aufnehmen in die Sammlung, aber es ist dann nicht unter, die Lizenz steht nicht drunter. Könnt ihr den auch runterschreiben? Und dann schreibt dann jemand noch schnell in seinen Blogartikel rein, dass es sich um CC-Lizenz handelt oder Oder sowas. sogar ändern, also Ja. bei NC. Den Fall haben wir auch. Also das zeigt uns natürlich auch, dass das wirklich auch eine katalytische Funktion hat, das Tool, ne? Und da auch eine Außenwirkung oder dahingehend wirken kann, dass Leute sich auseinandersetzen. Was ist denn eigentlich offene Bildung? Oder auch die Leute, die selber zum Edo-Sprint kamen, das waren ja zum Teil auch ja, freie Medienpädagoginnen und Pädagogen zum Beispiel, dass sie ihre eigenen Sachen auch mal veröffentlichen, dass sie das zum Anlass nehmen. Und dafür ist es natürlich auch ein gutes Tool, was wir mitnehmen in die regionalen Edu-Labs und da mit der Community dran arbeiten. Man kommt halt mit den Best Practice gut in Kontakt, das ist sehr inspirierend und man kriegt halt auch mal eine Ahnung davon, was es ausmachen könnte, wenn man seine eigenen Sachen auch veröffentlicht. Also Also es ist etwas exklusiv gedacht sozusagen und immer wieder als Gesprächsanlass. Gleichzeitig nächste Phase ist natürlich auch es ist auch geplant, dass die EduLabs mit bestimmten Partnerschulen zusammenarbeiten. Die Phase gehen jetzt gerade. Dafür haben wir auch bestimmte Android-Tablets halt vorgesehen. Das heißt, man wird einfach dann die Sammlung auch konkret im Lehrerzimmer hängen haben. Also das Ziel ist, dass man in einigen Lehrerzimmern wirklich so wie ein lebendes Plakat sozusagen direkt diese Sammlung hat, um nochmal ein Gespräch anzuleiten. Teil von dem neuen Design ist auch einfach dann ein gut sichtbarer Infobereich, wo man auch einfach nochmal kurz erklärt, was ist OER und da nochmal weitere Informationen findet. Die Karten haben ein Kommentarfeld und da gibt es nochmal weiteren Austausch. Ja. wir haben zwei weitere Fragen. Das eine von Rüdiger ist, wie wird die nächste Region für ein Lab festgelegt? Gute Ist das Frage. eine Bewerbung, Rüdiger? Naja, also von den, wir orientieren uns ja auch ein bisschen an den Erfahrungen von dieser Code4-Community und man kann eine Community ja nicht wirklich aufbauen. Also wir gehen da jetzt nicht hin mit dem Picknickkoffer aufblasbaren Bänken und so und bauen da eine Community auf, sondern die Voraussetzung ist einfach, dass es schon mehrere, ein Netzwerk von Aktiven gibt, die ja daran Interesse haben, sie vielleicht bisher noch nicht gefunden haben, aber sagen, wo ist die Schwungmasse groß genug, dass sich Leute regelmäßig treffen? Das ist so der eine Faktor. Das andere ist natürlich, was wir sozusagen von der Unterstützung her leisten können. Natürlich gibt es überall willkommen, wenn es jetzt nochmal EduLabs ja, Light gibt sozusagen. Ich glaube, das kann man auch relativ unproblematisch machen. Dann, wo wir, also immer da, wo es jetzt mit unserem BMBF-gefördertes Projekt sozusagen so einen, keine Ahnung, gibt es einen großen Workshop, wie viele Tablets haben wir, wie viel Lab-Unterstützung können wir sozusagen geben. Das ist nochmal so ein Punkt, wo man dann ja, vielleicht sich ein bisschen noch um extra Fundraising nochmal bemühen muss, aber grundsätzlich ist natürlich das schon so gedacht, dass es auch wachsen kann. Also es ist natürlich auch ein Open Source Prinzip. Also jeder, der sich ja also den Zielen oder dem Netzwerk anschließt oder denkt, dass es für seinen Ort, seine Stadt auch gut wäre, da regelmäßig auch ins Machen zu kommen oder Sachen zu veröffentlichen, sind natürlich eingeladen. Aber genau, das ist jetzt vielleicht Modellprojekt ist noch so ein Schlagwort, warum wir jetzt erstmal an drei Standorten das so ein bisschen gezielter machen. Aber ich zum Beispiel in Hamburg beim OER-Camp lag das auch in der Luft. Also die Leute haben das sehr
also aufgegriffen. Ich weiß jetzt gar nicht, was daraus geworden ist, ist aber ja egal. Also ich glaube, da ist eher dann Stammtischgeschichte entstanden, dass Leute gesagt haben, ja, so Maker, Lehrer müssen unter diesem Schlagwort offene Bildung, das macht Sinn, wenn wir da näher zusammenrücken oder das auch verstetigen. Das ist natürlich auch das Ziel von EduLabs, dass es vielleicht nicht einzelkämpfermäßig punktuell bleibt, sondern wir Orte schaffen oder eben auch ein bundesweites Netzwerk und Kanäle, wo sich Leute versammeln können. Also letztlich sind da keine Grenzen gesetzt. Ja, also ganz konkret, wer einfach Lust hat, mit einem konkreten Projekt irgendwo sich nochmal bei EduLabs anzudocken, bitte schreibt uns eine Mail an info@edulabs.de. Das Mindeste, was wir machen können, ist natürlich, die Projekte dann nochmal auf der Seite sichtbar machen. Und es ist jetzt auch, also diese Labs leben auch einfach davon, dass Leute längere Projekte machen in gemischten Teams. Und sozusagen, also eine Vorstufe von einem EduLab ist einfach, dass es regionale Projekte gibt, sozusagen. Das wäre so ein erster Schritt. Ja, da sagt gerne Bescheid. Und wenn, sobald wir das Problem haben, dass jetzt irgendwie 7 Regionen sagen, wir möchten unbedingt gerne ein EduLab gründen, finden sich auch Wege so, ja. Also das ist sozusagen, wir können jetzt einfach nur jetzt ist Christine nicht 7-mal klonen. So. Das, wir arbeiten gerne in der Deutschen Bahn. Ja, aber das Ganze ist im Moment, wie gesagt, in so einer Pilotphase, damit können wir noch recht beweglich schnell neue Sachen machen. Mit dem EduSprint haben wir auch die Möglichkeit, gerade auch nochmal in Regionen zu Besuch zu kommen, da einen EduSprint zu machen mit interessierten Lehrenden, Pädagogen und Also info@edulabs.de. Eine Frage ist noch offen. Gast AL1 schreibt, Zielgruppe höre ich Lehrer, Schüler, aber was ist mit Unis, VHS etc.? Das ist mehr die Perspektive der Sammlung. Also außerschulische Bildung ist natürlich auch mit auf dem Schirm. Die gerade versucht die Sammlung ja ein bisschen das Problem zu lösen, dass alle diejenigen haben, die mit diesen KMK-Kompetenzen zu tun haben, vor allen Dingen. Wir können es relativ leicht erweitern und dann später nochmal Hochschulbildung und so weiter nochmal dran schrauben. Aber der gemeinsame Nenner ist halt vor allen Dingen, solche Themen in schulischer, außerschulischer Bildung anzudocken, die jetzt mit diesen digitalen Kompetenzen zu tun haben. Das heißt, wir decken gerade Unterrichtsideen ab von Kita, Vorschule bis Sekt 2. Und das spiegelt ja eher das Alter. Vieles davon ist auch wirklich dann für VHS und Erwachsenenbildung nochmal nachnutzbar, aber wie gesagt, erstmal ist der Fokus halt auf diesen Bereich, aber wie gesagt, da sind die Grenzen sehr fließend, weil sowas wie, keine Ahnung, Öffentlichkeitsarbeit mit Twitter erkunden, also wir können ja gleich mal eine so eine schöne Karte vorstellen, die uns gut gefällt, aber das ist das Schöne bei vielen digitalen Tools, dass es jetzt halt eben nicht so 100% nur auf eine Altersgruppe zugeschnitten ist. Wenn keine Fragen mehr sind, können wir sagen, wir gucken uns noch mal eine Karte an, wenn es klappt. Wenn nicht, sage ich schon mal vielen Dank, aber ich sage es gleich hoffentlich noch mal, nachdem wir die Karte gesehen haben. Versucht ihr es mal? Gut, ich gehe mal jetzt Freigabe beenden. Und in der Zwischenzeit sage ich schon mal, dass man sich natürlich auch freuen kann, weil das Ganze ja bei euch in diesem Projektkontext nicht nur entwickelt wird, sondern auch danach noch zur Verfügung steht. Also wenn das Projekt vorbei ist, wird es immer noch eure Erfahrung und die Plattform bzw. die Software geben können. Und andere können darauf aufsetzen, daran anschließen und weitermachen. Sorry, wie heißt nochmal Öffentlichkeitsarbeit mit Twitter oder diese Karte? Genau, die ganze Sammlung steht natürlich auch unter einer CC0-Lizenz. Also die kann auch gespiegelt werden. Wir suchen gerade nochmal. Was ist das? Welches Twitter-Projekt ist das? Öffentlichkeitsarbeit, ja. Ja, okay. Ah, okay, das war hier unter Sprachen eingeordnet. Genau, wir haben ja diese Karte Öffentlichkeitsarbeit mit Twitter selbst ausprobieren. Ich schicke einfach mal den Link auf die Karte nochmal in den Chat. Ach nee, das geht nicht wirklich. Mal raus. Wir sehen es, ich kann den Link noch hinterher posten, aber zeigt einfach. Genau, das ist jetzt hier der C7X2H. Aber sagst du was? Jetzt könnt ihr zwischendurch noch einmal zweimal auf Vergrößern drücken. Okay. Ja, also man sozusagen. Ich gucke mal, ob ich hier in den Chat das noch einbauen kann. Ah ja, das klappt ja auch. Genau, die Karte ist mir persönlich als sehr, oder fand ich ganz überraschend. Wir haben ja während des Sprints auch nicht mitgekriegt, was da alles produziert wurde. Das
ist jetzt ein langer Prozess, da einfach auch mal von unserer Seite alles durchzugucken, weil wir, auch wir sind Lernende natürlich in dem Projekt seit März ganz, ganz stark. Und das ist zum Beispiel ein Material, was das Religionspädagogische Institut veröffentlicht hat. Gleich zu Anfang liest man schon die CC0-Lizenzen. Also da ist so ganz klar auf dieser Plattform anscheinend das Bewusstsein da, dass man seine Sachen öffentlich zur Verfügung stellen möchte. Da arbeiten gute religionspädagogische Fachkräfte anscheinend. Das Adobe Connect ist gerade. Und genau, das Material selber ist natürlich ein gutes Beispiel. Da geht es darum. So, könnt ihr uns noch hören? Ich sehe nämlich gerade das Adobe Connect nicht mehr. Wir sehen euch, hören euch und sehen die Website. Genau, twittern, heute würde Luther twittern. Also da geht es einmal ja um die lutherischen Thesen, ist ja auch ganz aktuell heute noch in der Reformationswoche, Jubiläumswoche. Thesen, verdichtete Sprache, Twitter, 140 Zeichen, also da diesen Anschluss hinzukriegen. Man kann natürlich sagen, Twitter ist jetzt nicht mehr das Social-Media-Tool der Kinder und Jugendlichen, also Kinder vielleicht sowieso nicht. Das wäre vielleicht so das Einzige, was ich da jetzt aus meiner eigenen praktischen Erfahrung zu sagen würde. Aber es ist halt gut gemacht. Wir sehen halt oben einerseits auch die verschiedenen offenen Zugänge als PDF, als Open Office, als Doc, als Tutorial-Dokument. Es ist wirklich ein Material, was schlüsselfertig ist, was Lehrer sich so runterladen können und selber für ihre Lerngruppe oder Lehrende jeglicher Art anpassen können. Und es ist gut nach didaktischen Gesichtspunkten. Vielleicht kannst du da mal so Einstieg, Überleitung, vielleicht was ausklappen. Es ist eben auch online gut einsehbar. Die Grafiken sind auch richtig lizenziert, ist ja auch nicht immer der Fall. Also es ist einerseits schon fast, also nicht lehrerzentriert, sondern das könnten Schüler auch selber so nutzen oder so durchgehen und ihre eigene Lernreise da starten zu Luthers Thesen. Also ich fand das ganz überzeugend und eben auch überraschend, weil man ja erstmal denkt, ja, huch, jetzt Religionsunterricht und wie passt das denn zusammen so mit digitaler Welt oder im Lernen in der digitalen Welt? Genau, das ist vielleicht ein Beispiel dazu. Derzeit sind noch, ich sehe gerade noch eine Frage, sind noch keine Schüler im EduLab als Beta-User, aber das ist natürlich auch, sagen wir, in den Labs willkommen. Das heißt, wir hatten es jetzt einmal letzte Woche bei einem Maker, We Are Makers-Abend. Ja, und ich war auch auf der Frankfurter Buchmesse, hatte ich auch die Möglichkeit, so im Digital Classroom-Bereich, so da waren wir zusammen mit Jugendhakt und anderen guten Initiativen, offenen Initiativen, auch mit ein paar Schülerinnen in die Sammlung mal reinzugucken. Also das ist durchaus auch ein Ansatz, den wir auch verfolgen sollten, mit der Zielgruppe zusammen zu entwickeln, weil das sind natürlich auch, die kennen ihre digitale Welt, also sage ich mal so, ne? Also eine andere Kommentarmöglichkeit gibt es natürlich dann auch über die Kommentarfunktion unter den Karten dann. Ja, ach so. Gut, aber ich glaube, Schüler müsste man sehr proaktiv mit diesem Tool, also nach dem Motto, okay, Leute, was wollt ihr machen vielleicht im nächsten Halbjahr? Also dass vielleicht das Tablet nicht nur im Lehrerzimmer rumhängt, sondern dass es auch mitgenommen werden kann. Das wäre zum Beispiel denkbar. Oder wir auch mal Lab-Specials machen abends oder auch mal einen Wochenendtermin. Da hatten wir in Karlsruhe auch Akteure, so von der Computerspieleschule zum Beispiel. Ein Kollege, der da sehr großes Interesse dran hat. Also wenn wir in den Bereich Gamification denken, da muss man sehr, sehr nah an der Zielgruppe dran sein und an den aktuellen Spielkulturen zum Beispiel, wenn man Games mit einbeziehen will in Bildungsprozesse zum Beispiel. Dann macht das total Sinn und da, genau, wir sind immer sehr gespannt auf neue Impulse, was noch so aus also den vielleicht Labs. Einfach so von der Richtung her, von der Perspektive, also wie gesagt, es hat ja auch ein bisschen so eine Schnittstellenfunktion, dieses Tool, dass wir halt die Aktionen und Gespräche in den Labs, also die Erfahrungen, die halt in den EduLabs im Umfeld entstehen, halt nochmal in die Breite bringen können, aber gleichzeitig halt eben auch damit immer wieder einen Impuls setzen,
für die Arbeit in Labs. Also dass halt auch einfach die Teilnehmerinnen sehen, gut, da gibt es vielleicht einfach noch nichts oder da könnte man noch mal was bauen. Oder hier gibt es einfach nur so Blogartikel mit geschütztem Material dazu. Das spiegelt auch einfach so ein bisschen den Stand von der Community. Wo können wir, wo sehen wir noch Bedarf, etwas zu entwickeln? Wo gibt es einfach schon gute Sachen? Und ist auch als Rückmeldung für die Autoren dann natürlich gedacht. Richtig spannend wird es dann natürlich in der nächsten Phase, wenn man das dann noch in Partnerschulen hängt, die dann auch die Möglichkeit haben, dann zu kommentieren. Also bin schon gespannt auf die ersten Kommentare, die dann sagen, so, ich habe es ausprobiert, das hat gut geklappt oder so. Das ist auch nochmal ein zusätzliches Qualitätskriterium. Und ja, ich denke, wenn diese ganzen OER-Workshops, die gerade laufen, alle erfolgreich sind, dann könnte das ja auch ein Modell sein, was man noch in anderen Kontexten nochmal aufbauen kann. Also diese Alles-für-alle-Repositorien nochmal ergänzen durch kuratierte Sammlungen, die mit sehr spezifischen Zielen und Qualitätsmerkmalen versehen sind. Das ist ein bisschen die doppelte Funktion davon. Schön. Rüdiger hat gerade gepostet, tolles Projekt, danke für die Vorstellung. Bevor ich das auch sage, gibt es irgendwas, was ihr noch unbedingt sagen wollt? Wir können vielleicht noch mal zum nächsten Edu-Sprint in Köln einladen und zeigen, wo es den gibt. Und zwar und wann? Und wann? Genau, am besten poste ich das sozusagen aus dem Blog direkt mal raus am 18. November und wir haben dazu ein kleines Formular vorbereitet, dann kann man noch ein bisschen eintragen. Also diese Edu-Sprints leben halt auch davon, dass man ähnliche Voraussetzungen hat. So haben wir es jetzt im Blog hier. Ich poste den Link nochmal rein, also da herzlich willkommen. So. Und das wird zum Beispiel eine Kollegin moderieren, die auch in Berlin dabei war, ne? Die ja. Nele. Also das ist, zeigt natürlich auch, dass wir so community-zentriert weiterdenken, dass so die Leute, die ja aus der Innenansicht Edu Sprint und das Tool, die Sammlung verstanden haben, vielleicht ein Stück, das dann auch wieder weitertragen. Also das finde ich ein ganz erstrebenswertes Modell eigentlich. Genau, in Karlsruhe klappt vielleicht noch dieses Jahr, das sehen wir dann noch. Genau, es wird weitere Edu-Sprints geben auf jeden Fall und da verfolgt gerne unseren Twitter-Kanal. Wir stellen es auch, wir sind bei den OER-Tagen da, freuen uns auch schon ja. Und da auch mit einer speziellen Smarties-Technik nochmal vor Ort und dann noch können wir das Tool nochmal genauer vorstellen im Gespräch auch. Schokolade hat eine wichtige Bedeutung. Mhm. Schön! Ich zitiere nochmal Rüdiger Fries. Tolles Projekt, danke für die Vorstellung. Ja. Und bei OER Info werden wir hoffentlich nochmal, bevor das Projekt zu Ende geht, dann im nächsten Jahr nochmal sprechen und schauen, was noch weiter daraus geworden ist. Ganz, ganz herzlichen Dank an Christine, an Markus, an Blanche, die man nie sieht und hört, die aber dafür sorgt, dass man uns sieht und hört. Mhm. Und an alle, die dabei waren, Fragen gestellt haben, die es mit vorbereitet haben, ganze OER Info Team. Alles Gute, bis bald. Tschüss. Bis bald. Danke. Tschüss.